Power Racer ist sehr früh im Lebenszyklus des Game Boys 1991 bei uns und in den USA und in Japan schon 1990 erschienen und das merkt man auch sofort. In Japan erschien es unter dem Namen Head-On. Sowohl die Technik als auch das Spieldesign sind sehr, sehr einfach gehalten. Dabei sieht alles auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Gleich zwei verschiedene Einzelspieler-Modi und einen Mehrspieler-Modus bietet euch das Spiel an. Klingt nach viel, aber ist es eigentlich nicht. Unter dem normalen Spielmodus verbirgt sich nur der pure Kern des Spieles. Ihr befindet euch mit eurem Auto in einem Pac-Man-artigen Labyrinth, welches relativ simpel aufgebaut ist. Ihr steuert nun ein Auto. Ihr könnt Gas geben oder an den Kreuzungen abbiegen. Je schneller ihr seid, desto schwieriger wird natürlich das Abbiegen und ihr könnt immer weniger Ebenen überqueren. Euer Ziel ist es dabei, die ganzen verschiedenen Punkte einzusammeln. Dabei gibt es jedoch auch Gegner. Bei den Autos scheinen anscheinend wahre Psychos am Steuer zu sein, denn die tun alles, um euch wegzurammen. So müsst ihr also immer strategisch nach den richtigen Wegen Ausschau halten und immer die Geschwindigkeit regulieren. Dieser Spielmodus bietet euch zwar verschiedene Level an, jedoch ist das Spielfeld an sich immer dasselbe. Lediglich die Gegner werden immer mehr und sind aggressiver. Deutlich spannender ist da der Special-Modus. Dieser nimmt dieses sehr simple Spielprinzip und erweitert es dann noch etwas. Da gibt es dann auf den Strecken schon mal Ölfallen, Laufbänder und so weiter. Außerdem gibt es sogar verschiedene Items zum Einsammeln und Benutzen. Der Spielmodus macht von daher auch viel mehr Sinn und motiviert auch wesentlich mehr. Der Zweispieler-Modus ist dann dieser Special-Modus, nur dass der Gegner natürlich nicht vom Computer gesteuert wird. Was taugt also Power Racer? So hundertprozentig bin ich mit dem Spiel ehrlich gesagt nicht warm geworden. Dafür ist mir das Spiel dann noch auf Dauer etwas zu simpel. Für eine kurze Runde zwischendurch eignet sich Power Racer jedoch perfekt. Wenn ihr auf Spiele wie Pac-Man steht, solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist ein prima Clou-Spiel. Sportspiele gibt es so einige auf dem Gameboy. Diese sind zwar meist dem System entsprechend simpel gestaltet, aber machen doch irgendwie Spaß. Da muss man nur einmal an Tennis oder Nintendo World Cup denken. Da musste es natürlich dann auch die damals noch junge Reihe FIFA sein Glück auf dem System versuchen. Die FIFA 96-Version erschien dabei jedoch schon im Dezember 95 und war mit dem Spruch Next Generation Soccer auf der Packungsrückseite. Naja, so viel nehme ich schon vorweg. So ist es dann wenig überraschend denn auch nicht. Das erste Problem, das FIFA versucht zu lösen, sind die wenigen Knöpfe des Systems. Daher ist alles logischerweise recht einfach gehalten. Mit A schießt ihr und mit B könnt ihr passen. Solltet ihr gerade in der Defensive sein, könnt ihr mit dieser Taste auch den aktiven Spieler wechseln. A und B zusammen holzt ihr denn einen Gegner um. Der Umfang an sich geht dabei vollkommen in Ordnung. Ihr könnt Freundschaftsspiele, Ligen, Turniere oder Playoff-Spiele spielen. Antreten könnt ihr dabei dann mit diversen Nationalmannschaften. Soweit alles in Ordnung. Kommen wir aber zu dem Wichtigsten bei einem Fußballspiel. Wie ist das Spielgefühl? Das streitet leider gar nicht so gut ab. Wie ihr in den Aufnahmen ja schon sehen könnt, ist die Grafik allgemein sehr krümelig aufgemacht. Da geht schon einmal schnell die Übersicht flöten und das vor allem auf den kleinen Gameboy-Display. Auch die Steuerung fühlt sich bei dem Ganzen wenig responsiv an und irgendwie fühlt sich alles schwerfällig an. Der eine oder andere von euch mag dieses vielleicht als ein Zeichen von Realismus sehen, aber seien wir mal ehrlich, eine realistische Fußballumsetzung auf dem Gameboy ist so oder so nicht wirklich möglich. Es kommt allgemein keine Stimmung auf. Es gibt auch keine Hintergrundmusik während der Spiele und die einzelnen Soundeffekt-Fetzen sind da schon eher vernachlässigbar. FIFA-Spiele altern irgendwie immer relativ schlecht und da macht dieser Teil leider auch keine Ausnahme. Ich kann auch dieses Spiel nicht empfehlen, da gibt es viel, viel bessere Alternativen. Oddworld Abe's Odyssey war 1997 ein ziemlich erfolgreicher Titel auf dem PC und der PlayStation. Durch seinen einzigartigen Look und interessante Geschichte eroberte es die Herzen der Spieler. Blöderweise kam man dann 1998 auf die Idee, dieses Spiel dann auch auf den Gameboy zu bringen. Ein ambitioniertes Projekt, welches nur in die Hose gehen konnte. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr erst einmal überrascht sein. Nicht nur hat dieses Spiel es versäumt, den einzigartigen Look der Vorlage einzufangen, welches auch nur schwer möglich gewesen wäre. Nein, es ist nicht einmal ein gut aussehendes Gameboy-Spiel allgemein. Alles ist viel zu krümelig und klein geraten. Und wo wir schon bei der Technik sind, der Sound ist jetzt kein Totalausfall, aber auch nicht gerade gut geraten. Das einmal vorweg.
Daran könnte man sich ja gewöhnen, wenn dann wenigstens der Rest passen würde. Vom grundsätzlichen Spielablauf spielt sich das Ganze dann im Prinzip wie der PC- und PlayStation-Klassiker. Ihr steuert Abe aus der Seitenperspektive durch verschiedene Abschnitte und müsst in diesen dann Gefahren und Gegnern ausweichen. Das tut ihr, indem ihr eingesammelte Gegenstände benutzt oder die Level-Architektur ausnutzt. Das Spiel könnte man so vom Spielgefühl her am besten mit Prince of Persia vergleichen. Die erfahrenen Spieler unter euch wissen sofort, was ich meine. Der Charakter steuert sich nicht direkt wie Mario oder Sonic. Hier wurde mehr Wert auf die Optik und die Animation gelegt und da bewegt ihr euch eher von Feld zu Feld als pixelgenau. Das ist natürlich ein guter Ansatz, jedoch muss dann eines wirklich gut umgesetzt sein: die Steuerung. Und genau dieser Faktor geht in diesem Spiel komplett in die Hose. Das Springen fühlt sich einfach nur schwammig und ungenau an. Und das beschränkt sich leider nicht nur auf das Springverhalten. Auch das Aufnehmen von Gegenständen und so weiter fühlt sich einfach nicht befriedigend an und es ist immer schwammig. Um ehrlich zu sein, frustriert mich diese miese Eingabe so sehr, dass ich das Spiel nie weit gespielt habe, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Ich kann euch dieses Spiel leider auch nicht empfehlen. Spielt lieber das Original. Das Spiel basiert natürlich auf den bekannten Zwillingen, die durch ihre Rolle in Full House berühmt wurden und heutzutage als professionelle Hungerhaken unterwegs sind. Es erschien ursprünglich 1999 in den USA und bei uns sogar erst 2001. Wie ihr am Erscheinungsdatum schon erkennen könnt, ist das Spiel ursprünglich für den Game Boy Color erschienen. Es ist jedoch eines dieser schwarzen Module, die auch auf dem normalen Game Boy abspielbar sind. Wie dieses Spiel in meine Sammlung geraten ist, kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sagen, aber keine Angst, es erwartet euch hier keine Minispielsammlung oder ähnlich Mieses. Um genauer zu sein, ist es ein Puzzle-Plattformer. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Level, die alle in verschiedene Zwischenbereiche unterteilt sind. Eure Aufgabe ist es immer, bestimmte Gegenstände zu finden, welche für Hinweise bei eurer Detektivsuche dienen. Dazu steuert ihr dann insgesamt 3 verschiedene Charaktere: Mary Kate, Ashley und den Hund. Alle haben verschiedene Fähigkeiten, die dann auch entsprechend zur Rätsellösung eingesetzt werden müssen. Da wartet euch jetzt aber nichts großartig Überraschendes. So kann Mary Kate zum Beispiel besser springen und so weiter. Mit der Select-Taste wechselt ihr dann immer entsprechend zwischen den einzelnen Protagonisten. Wie bei so einem Titel zu erwarten ist, lauern keine großartigen Kopfnüsse mit Rätseln auf euch. Alles ist immer relativ eindeutig und gut zu lesen. Hier darf man aber auch nicht vergessen, wir alle hier dürften nicht zu der Zielgruppe des Spieles gehören. Und dafür finde ich das Spiel überraschend gut gelungen. Hier wäre es sehr, sehr einfach gewesen, einfach ein schnelles Cash-In mit seinen Fans zu machen. Aber es ist ein durchaus, ja, okayes Spiel draus geworden. Natürlich fehlt es hier ein Tiefgang und die Technik ist eher Durchschnitt. Aber für eine kurze Runde zwischendurch ist es jedoch gar nicht mal so verkehrt. Desert Strike erschien 1995 nur in Europa und Nordamerika und gehört zu der einigermaßen bekannten Desert Strike Serie, die noch Titel wie Jungle Strike oder Soviet Strike hervorgebracht haben. Wie das Cover es schon erahnen lässt, nimmt er hier Platz in einem Apache Kampfhubschrauber und fliegt in einer isometrischen Sicht über feindes Land und müsst Aufträge erledigen. Das Setting ist natürlich, wie der Name es schon vermuten lässt, der Golfkrieg. Mit dem Stichwort isometrische Sicht und Gameboy bilden sich ja bei mir leider meistens Sorgenfalten auf der Stirn. Nur wenige Spiele vermögen dieses auf dem Handheld einigermaßen vernünftig umzusetzen. Desert Strike kriegt das jedoch zum Glück hin. Der Hubschrauber steuert sich verhältnismäßig flüssig. Aber ihr fliegt natürlich nicht nur herum, sondern habt auch Geschütze an Bord. Da habt ihr einerseits ein Maschinengewehr und eine Auswahl an Hydra- und Hellfire-Raketen. Mit diesen Waffen bestreitet ihr dann die verschiedenen Kampagnenmissionen. Diese haben verschiedene Ziele, welche jedoch natürlich jetzt nicht alle revolutionär Neues bieten. Da müsst ihr mit eurer ausfahrbaren Leiter Kriegsgefangene retten oder bestimmte Gebäude zerstören. Bei der ganzen Sache müsst ihr jedoch immer auf euren Treibstoff- und Munitionsvorrat im Auge behalten. Ihr könnt also nicht einfach in Ruhe herumfliegen. Auf dem Gelände verteilt sind natürlich auch verschiedene Gegner. Zum Glück müsst ihr aber nicht super genau zielen, um diese auszuschalten. Das wäre bei der Steuerung in dem kleinen Display ehrlich gesagt auch gar nicht möglich. Grafisch geht das Spiel an sich in Ordnung, hat jedoch ein größeres Problem: der verkleinerte Ausschnitt im Vergleich zu seinen 16-Bit-Versionen. Klar, das war nicht anders möglich, aber das geht hier durchaus hin und wieder mal auf die Übersichtlichkeit. Deswegen kann ich bei diesem Spiel leider keine klare Empfehlung abgeben. Klar, es ist ein okayes Spiel, aber ich würde euch im Zweifel lieber zu den anderen Versionen raten. Wenn ihr es jedoch unbedingt auf den Game Boy spielen wollt, könnt ihr hier auch durchaus Spaß haben.
das waren mal wieder die Gameboy Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fantastischen Menschen. Ich würde mich natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich sogar ein Abo. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben.